In einer kleinen Stadt namens Nazareth lebte ein junges Paar, Maria und Josef. Eines Tages befahl der römische Kaiser allen Bewohnern seines Reiches, sie sollten in ihre Heimat zurückgehen. Er wollte nämlich zählen, wie viele Leute nun in seinem Reich lebten. Also machte sich Josef mit seiner Frau Maria, die einen Sohn erwartete, auf den Weg nach Bethlehem in Josefs Heimatstadt, um sich in die Liste einzutragen. Der Weg war lang und mühsam. Sie wanderten mehrere Tage, tags und nachts. Als sie endlich in Bethlehem ankamen, war es schon spät und sie suchten nach einer Unterkunft. Doch alle Herbergen waren schon voll. Niemand hatte mehr ein Bett frei und alle schickten sie weg. So mussten sie letztendlich in einem Stall übernachten. Weiter weg auf einem Feld waren zwei Hirten mit ihren Schafen. Da kam ein Engel und sagte: Fürchtet euch nicht, ich habe große Freudenbotschaften für euch und das ganze Volk. Heute Nacht ist der Retter geboren. Ihr werdet ein neugeborenes Kind eingewickelt in Windeln in einer Krippe liegen finden. So zogen die Hirten los, um die Botschaft zu überbringen. Zur selben Zeit machten sich die drei heiligen Könige mit Gold, Weihrauch und Myrrhe im Gepäck auf den Weg zum Stall, in dem sie immer dem großen hellen Stern am Himmelszelt folgten. Im Stall angekommen, schenkten die Hirten dem Jesuskind Wolle und die drei heiligen Könige schenkten Gold, Weihrauch und Myrrhe.